Ich bin Thorsten Sonsmann, 40 Jahre alt, wohne in Schermbeck und bin Rettungssportler. Rettungssport ist eine Sportart, die eigentlich dafür da ist, Rettungsschwimmer fit zu halten, den Stellenwert eines Rettungsschwimmers aufzuwerten und sich auch im nationalen wie internationalen Vergleich zwischen den Rettungsschwimmern zu messen, Freundschaften zu knüpfen und ein bisschen über den Tellerrand hinaus die Welt zu erkunden. Ein Klassenkamerad von mir hat diesen Sport schon betrieben und ich bin früher auch schon mal in der DLRG gewesen, zwischen 11 und 14 Jahren, und habe so montags abends meine Trainingsstunde gemacht und das war's auch. Und habe dann mit 17 erfahren, dass man das auch im dass es auch deutsche Meisterschaften im Rettungsschwimmen gibt, und das hat mich sehr interessiert und bin da halt voll eingestiegen bei der DLRG Alpen und so nach und nach besser geworden. Die wichtigste war natürlich meine erste Weltmeisterschaft 1998 in Neuseeland, in Auckland. Da haben wir uns mit der DLRG Alpen ein gutes Team aufgebaut und sind dort zum ersten Mal, auch die DLRG Alpen war zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft vertreten, und wir haben es dort geschafft, mit der Mannschaft eine Silbermedaille in der offenen Klasse zu erringen. Ja, ich habe es geschafft, 2 Jahre lang mal auch im nationalen Bundeskader mich zu etablieren, im C-Kader. Habe über deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaft natürlich auch, meine Wettkämpfe bestritten und bin dann 2000 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen in Australien, bin 2002 in Daytona in den USA bei einer Weltmeisterschaft gewesen, und 2004 ging es dann wieder recht erfolgreich weiter. Da war ich das erste Jahr in der Mastersklasse AK30 und bin da zum ersten Mal in der Einzeldisziplin Vize-Weltmeister geworden. Das Schöne an dieser Sportart ist, dass es sehr vielseitig ist. Es ist keine Sportart, wo man eine Sache nur von Anfang bis zum Ende der Disziplin durchführt, sondern es sind in jeder Disziplin simulierte Rettungsübungen. Das heißt zum Beispiel, man schwimmt mit Flossen 50 Meter an und muss dann vom Beckenboden, je nachdem wie tief der ist, einen Dummy retten und diesen möglichst schnell abschleppen. Das heißt, es geht nicht nur darum, möglichst schnell zu schwimmen, sondern eben auch die Aufnahmen vernünftig zu machen. Man muss so ein bisschen dabei denken. Offiziell bin ich der sportliche Leiter des Vereins, bin aber auch als Kursleiter und als Trainer am Beckenrand. Das heißt, ich mache sonntags Wasserflöhekurse, habe bis vor kurzem Seepferdchenkurse gegeben und wie man hier hinterm Schwimmbad sieht oder hinter uns sieht im Schwimmbad, gebe ich dort auch Trainingsstunden für die Kleineren. Ja, das war mir schon ein bisschen unangenehm. Es war schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Gerade weil meine Frau das Ganze organisiert hat, einen kleinen Empfang. Und ich mache da normalerweise nicht so viel draus. Aber es war sehr, sehr schön. Es hat mich doch sehr, sehr gerührt. Mein Ziel ist es, möglichst lange fit und gesund zu bleiben, damit ich diesen Sport noch lange betreiben kann. Und mit meinen Freunden, mit denen ich diesen Sport seit Jahren betreibe, noch möglichst viele Weltmeisterschaften bestreiten kann.